Finde ich, dass du so ein schlechter Verlierer bist, Wallah. Wallah, das ist jedenfalls richtig unfair von dir. Leute, ja. Leute, Julien so will. Julien so. Julien so bester Mann, ja. Mein Lieblingsboxer. Julien so. Hamza rein, wartet, ich rufe Hamza an, wartet kurz. Macht alle Plus weg, Leute, was wartet ihr? Joe, danke, Moi, danke für Plus wegklauen. Alle Plus wegklauen, ich lese alle Namen vor. Leute, sagt Julien zu Barello wartet. Barello, hör mir genau zu. Geh, warte, Gigi, geh mal kurz raus mit dir. Ich will mit dem alleine reden. Geh du doch bitte raus. Ga, nein, das ist nicht böse gemeint. Wirklich, ich will nur ganz kurz. Barello, ruf. Tamam. Okay, tamam, beruhig dich. Allahu Ekber. Nein, 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 okay, tamam, ben çıkıyorum. Barello, hol mich später rein, okay? Ich will Okay. mit dir reden. Ich schwöre Okay. dir bei Gott, ich habe mit dir noch zu reden, aber richtig, weißt du? Ich Okay. rede mich mit. Wartet, Leute. Wartet. Isa, soll ich Isa reintun? Hier, bitte. Hier. Alter, was Ey, hat mit dir gefällt damit das sie nicht nicht? reinkommen, weil sie schickt Einladung. Hier. Barello, ich schwöre dir bei Gott, war, du kriegst Schläge von mir. Ich meine Warum? das echt ernst, war, du kriegst richtig üble Probleme mit mir, ne? Warum, Abi? Du bist ein ekelhafter. Warum machst du so viel ekelhafte Fitna? Warum? Abi, vielleicht auch Warum gesehen, halt deine Abi. Fresse? Warum machst du so ekelhafte Fitna zwischen mir und Dings? Zwischen mir und Arafat? Und wieso bringst du das dahin, dass es so ekelhaft eskaliert? Dass ich Dinge sage, die ich nicht so meine. Was holst du den Hamza hier rein und was willst du dich, was willst du, was bringst du Leute hier rein, die dann mit mir streiten, Alter? Was bist du für ein ekelhafter Mensch? Kann ich Warum mich machst du entschuldigen? sowas? Kann ich mich Nein, du sollst entschuldigen? dich nicht entschuldigen. Scheiß auf deine Entschuldigung, Alter. Was ist das für eine ekelhafte Art und Weise? Du bringst die Leute hier alle gegeneinander auf, Alter. Tut mir leid, Abla, ja. Wusste ich Was soll nicht. das? Abla, es kommt nicht mehr vor, ja. Bak ablan seni gelip öyle bir siker ki, tamam mı? Pass auf, was du sagst, Alter. Ich Okay, meine abi. das echt ernst, Barello, war. Ich mach keinen Spaß. Ich bin nicht Atlantix oder so oder Umut oder so. Wenn ich komme, war, ich schwöre, ich zieh dir richtig ekelhaft die Ohren lang. Ich meine das echt ernst, war. Das, was du machst, ist richtig ekelhaft. Also, die sind keine Männer, oder was meinst du genau? Was? Was, Abi? Barello, ich schwöre dir, war, wenn ich da hinkomme, ich popel mit meinen zwei Fingern in deinen beiden Nasen, danach hast du aber keine zwei Nasenlöcher mehr. Hör auf mit dieser ekelhaften Fitna bei mir. Hör auf Okay, damit. ab. Okay, Abi, Hör tut mir auf leid, bei Abi. mir. Hör auf damit bei mir. Hör auf Ja, bei mir. Ich oh. schwöre, hör auf damit bei mir. Okay, Abi, es kommt nicht mehr vor, Abi. Hör auf bei mir damit. Hör auf damit. Rufen Sie Ich wieder schwöre dir, damit, das ist schicken Sie weg. ekelhaft. Business Plus ist weg. Dings Plus ist Und ich weg. habe dir diesen hässlichen Löwen eben aus Versehen geschickt, du ekliger Alter. Du feierst mich, sei ehrlich, Wallah, du hast nicht aus Ich feiere Versehen. dich gar nicht. Weil du ein richtiger ekelhafter Fitnertreiber bist. Du bist ein Mensch, der Fitner treibt. Du bist ein Mensch, der Menschen miteinander streiten lässt. Wallahi, du sollst überlegen, ob du überhaupt wirklich ein wahrer Muslim bist, Alter. Ich meine das Warum, echt ernst. Abi? Warum, Weil Abi? Allah im Koran sagt, Fitna treiben ist schlimmer als jemanden zu töten. Das recht habe ich. Ja, du hast recht. Du hast recht, aber dann weitermachen. Und die Leute richtig ekelhaft miteinander streiten lassen. Und dann belohnt ihr diesen Idioten auch noch dafür. Der kriegt dann auch noch Alles diese sag mir, ganzen alles. Punkte. Sag mal leise, ja! Al-Mate, Warte ab, bis ich dich sehe. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ha? Alle zusammen. Alles sind mal drei.
Wo wohnst du, Abi? Gilan, du bist so ekelhaft, Alter, war. Wallah, du bist ekelhaft, Alter. Gilan, danke, alle bei Gilan. Ich schwöre nicht nur, dass du ein Popelgesicht bist. Alter, du bist nicht nur ein Popler, Alter. Du bist ein richtiger Popel. Du bist ein richtiges Popelgesicht, Alter. Du Popelgesicht. Gilan, danke. Du bist ein richtiges Popelgesicht. Ein Popelgesicht, das bist du. Hier. Gilan, danke, lang, danke. Und dann belohnen dich die Leute mit diesen Punkten, Alter. Wallah, schämt euch. Gebt das Geld lieber, gebt das lieber armen Menschen, Alter. Und nicht dafür, dass die ekelhafte Fitna treiben. Warte ab, bis ich dich sehe. Warte ab. Junge, wenn du siehst mich nicht mal, wenn ich komme. Du würdest nicht mal riechen, wenn ich komme, du Spasti. Abla, warum machst du mich fertig? Oğlum, ablan gelir senin öyle bir ırzına geçer ki, du hast gar keine Ahnung. Mach nicht einen auf Dings, mach das nicht bei mir. Ich sag dir das noch einmal, mach das nicht. Warum fühlst du dich nur, weil du stärker bist? Warum gehst du auf Schwächere? Deine Schnauze. Ekelhaft, Alter. Richtig ekelhaft, was du machst, Wallah. Guck mal, die Leute im Gym lachen dich aus, Abi. Der Einzige, der hier ausgelacht werden muss, bist du. Du Dings, dein Name ist ab jetzt Bello, Poporello, Popelbarello. Ja, okay, Abla, Cem. Leute, sag Giulienzo Barello wartet. Kennst du Giulienzo, den Rapper von früher? Nee, kenn ich nicht. Hä, du kennst keinen Rapper? Ab jetzt sagt ihr alle zu dem Popelbarello. Geh zu dem rein und sag Popelbarello. Popler, du Alter, du bist ein Popler. Ich wette mit dir, Alter, dass du deine Unterhosen nicht mal richtig wäschst. Okay, Abi. Wir reden. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ihr braucht mir keine Geschenke. Ich will keine Geschenke von euch. Wallah, ich will keine Geschenke von euch. Jenny, hör auf, mach nie wieder bei mir diese Fitna, aber mach das nicht mehr. Ich sag dir das, ich warne dich. Abi? Ja? Guck mal, du wirst gleich gesperrt. Du musst offline gehen und wieder online. Ja, ich weiß, ich muss offline und wieder online kommen, ich weiß. Weil du mich fertig machst, obwohl ich lieb zu dir bin, Abi. Geht lang. Weißt du, wie sehr ich dich feiere? Weißt du, wie sehr? Ja. Du feierst jeden Tag auf der Toilette. Abi! Hadi, Khalas, raus mit dir. Okay, Abi. Was ist mit denen, ja? Hast du dich gestritten mit dem Mann? Bruder, dieser Schubo kommt rein und schreit. Und er sagt mir, warum gibst du auf, du? Ein Afghaner gibt nicht auf. Ich hab gesagt, wenn du Afghaner bist, zieh dein T-Shirt aus und mach den Boden sauber, wenn ich kämpfe. Bah! Genau so, ja. Dich am Er nimmt sich Afghaner und er sieht, wie andere Afghaner fällt. Ich stehe rum um mein Leben. Er hilft mir, macht sauber, irgendetwas. Er nennt sich Afghaner. Guri, Gozo. Junge, chill mal, die sind 160 Gramm minus. Ihr Geldgeilen hier. Euch ist Religion nicht wichtig, deshalb tätowiert ihr euch. Und euch ist Nationalität ist euch gar nicht wichtig. Deshalb chillt ihr auch mit unseren Feinden. Und ich weiß, ihr wisst, was ich meine mit Feinden. Ihr wisst ganz genau. Nein! Was meinst du genau? Die Feinde von den Afghanen. Und ihr nennt euch Afghaner, ihr seid keine Afghaner. Was sind die? Die sind Kuni. Ey, Hamid, nicht, dass du anrufst, danach bekommst und dich entschuldigst. Pass auf, was du... Allah, ich hab mich noch nie bei jemandem entschuldigt. Und ich werde auch nicht. Zindabad Afghanistan. Ich hab Herz und ich hab Kopf. Und jeder Mensch hätte an diesem Punkt gesagt, ist Schluss. Sechsmal hinfallen, bin ich gekommen, um hinzufallen oder um zu kämpfen. Ey, aber du musst es noch trainieren. Wie ist es, wenn man ausrutscht, wie du dich bewegen musst? Ey, natürlich, du hast trainiert, wie man kämpft, nicht wie man, wenn man ausrutscht. Ja. Hab ich trainiert, wie man ausrutscht, oder was? Verstehe ich auch nicht. Ey, du warst gut. Ich schwöre, du warst gut. Deckung.
Er hat die ganze Zeit mit Rechte gegeben und genau Rechte hattest du Deckung. Und das Bruder, wir wollen alle nicht reden, die sind alle in einem Zelt verstrickt. Das ist ein Zelt, was verstrickt ist. Dari. Jeder bei Dari. Alle in einem Zelt verstrickt. Ich bin alle unter einer Decke und ihr deckt euch gegenseitig, dass man eure Fehler nicht aufdeckt. Aber ich sage nichts gegen Personen, ich sage gegen diese Müllveranstaltung. Das ist Müll! Jeder, der rote Leute. Guck mal, Leute, der ist aggressiv. Wallah, er redet vom Herzen gerade, seine Seele redet. Noch 10 Rosen, jeder, der Rose schickt, plus ist weg. Jeder, der was auf der Straße hat, komm, ich gebe euch alle Aufträge. Aber ihr kommt nicht. Ihr schreibt nur Kommentare. Und was genau sagt Schobo zu dir? Das hat mich verletzt gerade. Alles bei 3. Bruder, er sagt zu mir, ein Afghane gibt nicht auf. Ein Afghane lässt sich nicht unter diese Umstände behandeln. Ein Afghane hat Stolz, ein Afghane hat Ehre. Dari. Du kennst mich, Papadoni, und nennst dich Afghane? Kuli? Hey, pass auf! Du kennst mich, Papadoni, und nennst dich Afghane? Dari, danke. Mein gegen Papadoni? Und trainierst 2 Jahre und bist fast K.O. gegangen? Besser, danke. Du trainierst seit 2 Jahren und bist fast K.O. gegangen gegen Papadoni? Dari. Gusum? Dari, mein Herz. Gusum? Was bedeutet das? Gusum? Was ist Gusum, Leute? Das, was er ist, ein Gozo. Bei Allah, ich hab sein Wut in seinen Augen gesehen an dem Tag. Beim Kampf. Ich rutsch aus, er scheint, ich rutsch aus, es geht nicht. Keiner unternimmt was. Was du sagst? Nein, ich merke das. Ja. Ich hab von. Irgendwann, man denkt, man ist behindert. Ey, vom Handy konnte ich deine Stimme hören. Ey, es passiert dann nichts, kein Unternehmen was, ich rutsche auf. Afghaner? Meine Afghaner, wo waren meine Afghaner? Wo waren meine Afghaner, wenn ein Afghaner Hilfe braucht? Ihr habt mir nicht mal die Flagge gebracht, die afghanische Flagge. Ich bin der stabilste Afghaner, den ihr je gesehen habt. Und ich mache den Rückgriff jeden Tag. Jetzt oder jetzt. Wenn ihr wünscht, macht den Rückgriff jetzt. Ich spreche euch mal auf. Pass auf. Ich mache den Rückgriff jetzt heute, wenn ihr wollt. Chill doch mal, ja. Heute! Ich bin meiner Meinung. Ich bin mit meinen Eiern, bin ich da reingegangen, mit meinen Eiern. Und ihr nennt euch Afghaner? Du nennst dich Afghaner, Schubo? Du sagst, warum gibt ein Afghaner auf? Ey, das ist der Cousin von Hamid Limo, pass auf, was du sagst. Kuni! Zindabad Afghanistan, ein echter Afghaner ist ein Afghaner. Wir sind Pashtuner, wir sind Taliban. Kuni, versteck dich. Dari, Hamburg. Versteck dich, meine Familie ist alle drüben. Versteck dich, Kuni. Würdest du sogar gegen Schubo? Der ist kein Afghaner, dass man neben ihm nicht kämpft. Ich kämpfe natürlich in ersten 10 Sekunden, ich schicke ihn zum Boden. Der ist keiner, wo ich Afghaner nenne. Der ist ein Kuni. Guck auf. Warum guckst du oben die ganze Zeit? Bekommst du Chats auf WhatsApp? Nein. Ey, aber du hast auch gesagt, du gehst mit einem Dingser, mit einem Nasheed oder wie man das nennt, rein. Ich hab meinen Nasheed nicht angemacht. Ey, nichts ist passiert, wie ich vorgestellt habe. Ich dachte mit Flaggen, Nasheed. Das soll angehen, Bruder. Es geht eine Sekunde an, die machen wieder aus. Diese Müllveranstaltung, Müll! Ey, pass auf, was du sagst! Müll! Weißt du, wie ich vorgestellt habe, Leute? Hamza geht rein. Dann kommt Hamid mit Nasheed, mit Flaggen, 20 Männer hinter ihm so. Er kommt rein, komplett, er macht Bewegungen, er wird ein bisschen springen, weil ich habe gesehen, wie er kämpft, Leute. Er hat was drauf. Es passiert nichts, er rutscht nur aus. Kein Nasheed, nichts. Ich dachte mir, ey, was passiert da, Hamid? Wallah, ich dachte mir, was passiert da? Vorstellung war komplett anders. Ich nehme den Kampf jeden Tag an. Jeden Tag, ich bin Afghaner. Aber ich lasse nicht meine Ehre nehmen. Ich lass mich nicht hier meine Veranstaltung von einem eigenen Afghaner und keiner hilft. Jeder da zu. Ihr Feiglinge! Ihr seid Feiglinge! Ich war im Ring! Ich war im Käfig! Ich hab weitergemacht! Ich bin 6-mal aufgestanden! 6-mal bin ich aufgestanden! Kuli Pak Padensin, Alter, Kuss! Wie deine Rose.
Geh du mal so einer Star, Rami Aroyman! Dari, Emmer, Puss! Pussi, Moro, Rayman! Batschi Film! Was bedeutet das? Batschi Film! Batschi Film? Ey, was bedeutet Batschi Film? Meine Afghaner werden in den Ring gekommen, die hätten... Wallah, redet nicht! Keiner, wo ihr euch Afghaner nennt, ihr seid Afghaner. Die echten Afghaner wissen, was Afghaner ist. Die richtigen Afghaner, die sind Afghaner! Und wer was will, ist kein Problem. Ich mach dies bei euch rein, Wallah! Ey, pass auf, was du sagst! Ihr denkt irgendwas. Afghaner ist Afghaner. Schreibt eure Kommentare. Wenn ich euch eine draußen sehe, dass ihr diese Worte sagt, ihr steht euch auf, ein Wallah. Schreibt eure Kommentare, ich kack auf euch. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, dass ich mit meinen Eier schlafen will. Mit meinen eigenen Eier. Dari Amburg, mein Bruder, danke, mein Herz. Ich schwöre auf alles, ich hätte jeden TikTok-Kämpfer, der da gekämpft hat, auseinandergenommen. Dari, danke. Alles Bluff. Wallah, Bilal. Die Veranstaltung ist Müll. Müll. Ich sag dir ehrlich, kann ich offen reden? Jungle TV, mein Bruder. Kann ich offen und ehrlich reden? Ja. Hamza Jim schreibt mir gerade und lacht dich gerade aus. Sag, was labert er? Und schickt Lachsmiles. Jederzeit Rückkampf, jederzeit morgen. Jetzt chill doch mal, hab mal ein bisschen Geduld. Ich weiß, du bist aufgeregt, weil dir Unrecht angetan wurde. Hab ein bisschen Geduld. Diese Veranstaltung ist Müll. Du hast deinen Hack bekommen. Wisst ihr, was mein Hack war? Drück drauf, Alter. Viel mehr. Aber ich hab gesagt, Khair, inshallah. Ich hab angeblich Videos gemacht. Khair, inshallah. Stimmt das? Dari, danke. Dari, danke. Ich hätte viel mehr bekommen müssen. Dari. Ich küsse dein Herz, Dari. Für mich ist das ein Pakt von Lügnern und Betrügern. Wie geht der, danke? Nui, danke. Aber Hamid. Abu Hamza. Ja, Maria. Du weißt selber, dass ich ausgerutscht bin. Alles klar, danke. Versuch nicht zu lachen. Du weißt selber, dass ich ausgerutscht bin. Ich hab mich doch gefragt und du hast dreist gesagt, keine Ahnung. Ein echter Mann steht dazu. Ein echter Mann sagt, auch wenn es nicht gerutscht hätte, wir kämpfen nochmal ohne Rutschen. Du weißt selber. Weißt du, was er macht? Er geht live und sagt, ich bin ein Mann, ich bin ein... Ich bin so stark. Und er hat nicht mein Test gemacht, Herr Salve. Er sagt, ich bin so stark wie Sahaba. Hat sich zu meinem Test gemacht. Er hat übertrieben! Ja, Gio, danke. Aber weißt du warum? Wallah, ich hab nicht verloren! Wallah, Billah, ich hab nicht verloren! Dari, du Ehrenmann, danke. Seba, wie geht der Karl, danke. Sag bei Allah, guck mal, jetzt rede offen. Guck mal, Allah, du weißt schon. Schwör auf Allah, du hättest ihn gehauen, wärst du nicht ausgerutscht. Wallah, ich hätte ihn auseinandergenommen. Wallah, Billah, wäre ich nicht ausgerutscht, hätte ihn auseinandergenommen. Bruder, ich weiß ganz genau, wie man reagiert bei solchen. Er hat einfach nur so und so gestanden. Du gehst aus Deckung, du schlägst. Bleibst in Deckung, du schlägst. Bruder, das hat sich vor, was passiert? Ich rutsch aus beim ersten Schlag. Ey, ich wünschte, ich könnte dir diese Aggressivität an dem Tag geben, aber bringt nichts, ja? Du wärst ausgerutscht, Wallah. Ja? Egal was deine Aggressivität, du warst aggressiv, aber wenn man ausrutscht, man denkt sich so, Junge, wo soll ich meine Aggressivität zeigen, weil ich rutsch aus? Zindabad Afghanistan, ich bin der schlimmste Afghaner, den ihr in euer Leben gesehen habt. Und diese Schubo, Kuni Gozog, du bist kein Afghaner, Gozog, du bist ein richtiger Gozog. Das Einzige, was du kannst, ist Goz. Danke. Bitte mal meine Plus weg bei mir, ich lese alle Namen vor. Aber weißt du, was das Schlimmste? Warte, weißt du, was das Schlimmste von allem? Was? Der kämpft gegen Papa Toni. Aber Papa Toni hat es nicht bewiesen, Wallah. Ah, Wallah, ja.
Und wann nennt er sich Afghaner, stabile Afghaner? Du kämpfst gegen ein Junkie, Asami? Du kämpfst gegen einen Junkie und gehst fast K.O.? Wallah, ich dachte, weil du mit Nasheed reingehst und so, du wirst wie ein Sieger rauskommen. Du wirst nicht, ich wusste nicht, diese mit Ausrutschen und so. Ich dachte, komplett anders vorgestellt. Jeder will schreiben, Hamid hat sich bewiesen, Hamid, aber diese Bearbeitung, du musst so schnell wie möglich einen Rückkampf machen, ja. Du musst dein Gesicht, jeder der Rose schickt, plus ist weg. Anwar Nui, plus weg. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja, Wallah. Es macht mich gerade traurig, Wallah. Hättest du noch ein bisschen gewartet. Und guck mal, was ein Wetter, es war ja, du kämpfst einfach draußen. Das ist alles nass. Leute, danke, Paul, danke. Also, was hast du jetzt vor? Lügner und Betrüger werde ich aufdecken. Ich werde deren Taten aufdecken. Werde ich keine Plattform mehr geben. Ich werde Lügner und Betrüger und uneinsichtige Leute ab. Also dann 0, 3.